Also in Whisper, normalerweise wären das Endflash hier auf der Bühne. Und wir haben uns gedacht, als wir hier reingeguckt haben, wir machen das lieber doch nicht. Lieber ein bisschen weniger, weil sonst hättet ihr keinen Platz mehr. Aber das Prinzip von unserem Popular ist dass jede und jeder ein Lied einbringt aus der eigenen Herkunftskultur. Das ist Bulgarien, Russland, die Ukraine, das ist Albanien, das ist Braunschweig. Das kann alles Mögliche sein. Und das Prinzip ist, dass man auch ein Lied einbringt, vielleicht aus einer Kultur, die einem sehr nahe steht. Bei Valeria zum Beispiel ist das natürlich ein Japanisch, weil sie lernt Japanisch. Aber das erste Lied, das hat jemand eingebracht aus der Ukraine, aus Sumi. Und sie hat dann die berühmte russische Pop-Rock-Gruppe DDT immer gerne gehört, im Studentenwohnheim. Und die sind auch hier berühmt, aber in Sowjetzeiten waren die auch sehr bekannt. Die waren so richtige Protestsong-Leute. Und Varone, die Raben, das ist eins von diesen Protestsongs. Und Polina Lapatko ist immer gefragt worden, so, kannst du noch mal Varone spielen, singen? Die singt das ein bisschen anders als diese russische Rockgruppe. Aber es ist trotzdem das Lied von den Raben. Und es handelt davon, dass man als Rabe so über den Menschen schwebt und kreist. Und dann nach unten guckt und sich so denkt, ach Mensch, die armen Geschöpfe da unten, die trauern da unten an meinem Grab. Die wissen gar nicht, dass wir alles als Raben, wenn wir gestorben sind, aufsteigen. Und dann können wir über allem schweben und alles angucken und können auch ein bisschen darüber lachen. Warum? Die Raben von Polina Lapatko. Viel Spaß.
Mikro. Die hat im Studentenwohnheim gewohnt. Und auch im Studentenwohnheim hat Verena Kreft gewohnt. Aber ganz woanders. Nämlich in Albanien. In Durres ist sie geboren, in der Hafenstadt. In einem wunderschönen Leuchtturm. Da sehen die Leuchttürme so aus wie bei uns. Ich habe Fotos davon gesehen. Und Verena hat erzählt, in ihrer Studentenzeit, da war Deborah Svardi Malete. Wenn der Schnee über den Bergen tief ist und die Liebenden nicht zueinander kommen können. Ein ganz, ganz beliebtes Lied. Jetzt im Moment, also so Ende März, Anfang April, manchmal noch bis in Mai rein, liegt in den albanischen Alpen, in den albanischen Bergen, ich weiß gar nicht, ob die Alpen heißen, aber sind jedenfalls hohe Berge, da liegt immer noch Schnee, sodass die Liebenden auch jetzt immer noch nicht zueinander können. Und Verena erzählt, wie es ist mit diesen Liebenden, die nicht zueinander kommen können wegen des Schnees. Und Vera spielt dabei auf dem Akkordeon. Ich finde das auch hier vorne gleich. Deborah Svardi Malete. Ich hab geguckt, ob es noch geht. Guten Abend. Ja, das schaffen wir schnell. Thank you.
Ja, Radoslav Rusev auf oder an der Cajon. Normalerweise hat er den ganzen Schlagzeug um sich herum. Das würde ungefähr diesen Teil des Raums einnehmen. Und heute spielt er auf dieser Kiste, auf der er auch gleichzeitig sitzen kann. Er hat vorher noch nie Cajon gespielt, nur hier in dieser Reihe Songs and Whispers. So werden auch völlig neue Wege zur Instrumentierung begangen und gefunden. Das nächste kommt aus Japan, das nächste Lied. Das heißt Hoseki. Und einige von euch kennen vielleicht Mangas, würde ich mal so vermuten. Ne? Die animierten Mangas kennt ihr vielleicht auch, die Animes. Und da gibt es manchmal auch Liebeslieder in diesen Animes. Die werden manchmal von irgendwelchen Computerstimmen gesungen. Und dann gibt es aber Menschen, die singen die nach. Auf aller Welt, in aller Welt meine ich. Auch in Bremen, auch im südlichsten Teil von Bremen, in Huchting. Und da gibt es jemanden aus Russland. Das ist Valeria Orlova. Und die lernt Japanisch in der Schule, ist 16 Jahre alt und ihre Freundin, die spielt normalerweise auch hier mit, die lernt auch Japanisch und die hat dieses Lied gelernt. Hoseki heißt so viel wie Juwel, es geht dabei um die Tränen, die du fallen lässt. Ich fange sie auf und die glitzern dann wie Juwelen an meinen Fingern. Das so in etwa ist der Sinn dieses wunderschönen Liebesliedes Hoseki, das Juwel, Juwelen. Valeria Orlo.
bewegen wir uns weiter westlich. Das ist verblüffend, ne? Von Japan aus westlich. Dann kommt man wieder in die Ukraine. Und da, aber who is only understanding English in this room? Okay, two of you. So I continue in German because it's only two. I'm a bit rude now. But okay, I try. Okay, sorry. It's a townside hostel, right? And we met three times in the circle of concerts of songs and whispers. So once I think I should do it in English. So the next song is from Ukraine, and it called "Light at the Window." This is a song created, composed, and texted by Polina Lapatko, the lady who is going to sing the song, and it tells a story about lovers, about one that accompanied the lover to the house, and then the beloved went into the house, and then the other is taking place downstairs and looking to the window, seeing this light at the window and this shadow by his or her face. And it's Svetvaknir, it's light at the window, and it says that the light at the window is also the light inside my heart. Svetvaknir by Polina Lapatko, composed and written and played and sang.
love song after the other, because the next one is also a love song. And all of the songs we have sang until now are love songs written. So the next one is in the Kurdish. Was ist in Kurdisch? In kurdischer Sprache. Ich mache einfach Deutsch, weil das ist so schwierig. Das nächste ist in kurdischer Sprache. Lena Kreft kommt zwar aus Albanien, hat einen griechischen Großvater, lebt in Deutschland, hat eine Tochter, die hier aufgewachsen ist und wunderbar Deutsch spricht und auch ein bisschen Albanisch, aber die hat einen kurdischen Freund. Und der hat seine Liebe zu Chopi, das ist eine ganz berühmte kurdische Sängerin, hier mitgebracht. Und Verena mag die auch. Und die hat ein Liebeslied geschrieben, was eigentlich gar keins ist. Weil es heißt, geh doch, dann geh doch. Es handelt davon, dass die Frau ihm einfach einen Laufpass gibt und so der Meinung ist, wenn du so einer bist, dann geh doch. Es geht mir jetzt zwar ziemlich dreckig, mein Gemüt ist so vernebelt und eingetrübt, aber es kommen sicher auch bessere Tage. Tage, die wieder ganz, ganz, ganz andere Sachen aufscheinen lassen, andere interessante Männer vielleicht auch. Und da braucht, geh doch, Verena Kreft. Thank you.
und ist so frei an den Text von Let It Be, von John Lennon, angelehnt, in den 70er Jahren geschrieben worden. Und ist aber, heißt Lure He, May It Be. Es ging da um die schwere Zeit während des Yom Kippur in den 70er Jahren in Israel. Und wird von Verena und Polina und noch einigen anderen gesungen. Lure He auf Hebräisch. The Hebrew Song now.